Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X3 Terran Konflikt. Mein Atmosphärentransporter ist jetzt angekommen und kauft jetzt zwei 25 Megajoule-Schilde. Fabriken. Panzerungsfertigung. Und fliegt nach Profitminen und wartet dann dort darauf, dass wir diese Kommando akzeptiert. Fabriken aufbauen. Ah, das ist der Marco. Den habe ich ja hierher geschickt zum Satelliten sammeln. Und der TS Energie ist auch 25. So, wer hat jetzt noch Schilde? Hallo. Die 68. Du fliegst zur 68. So. Anduck-Erlaubnis erteilt. Der Marco, der handelt jetzt mit Energiezellen. Und dockt an in zweifelhafte Forderung bei mir. Andockerlaubnis erteilt. Kommando. Ihr Skiron. Ah, du bist am Sonnenkraftwerk angekommen. Dann kaufst du gleich mal Energiezellen. Energiezellen. Docke an. Dann fliegst du mal hier zum Ausrüstungsdock. Dann machen wir dich mal fit, Kollege. So, was machen meine Händler eigentlich? Der ist immer noch Level 5. Das gibt's doch gar nicht. So ein fauler Sack. Die entwickeln sich ja auch nicht so richtig weiter. Aber es ist keiner, der ewig auf Bereitschaft läuft. Oh, 25. Das ist das höchste Level, was man bekommen kann. Fast 14 Millionen Credits hat er gemacht. Meine Fabriken machen auch etwas Geld. Und dann fliegst du noch zur 72 zum Kampfdrohnen und dann kannst du Schilde verteilen. Kahuna-Pressen sind. Aha, okay. Gut, dann werden wir die Sache hier mal. Marco, erweitert Kampf, erweitert Kampf, Marco. Na, dann komm mal ran hier, Kollege. Entschuldigung. Na komm, gebt mal ein bisschen Gas hier. So, dann gucke ich mal in Profitminen. Wo ist denn der TL? Okay, dann bleibst du mal stehen. Kommando akzeptiert. Und eingehende Nachricht. Tor, eingehende Nachricht. Bist du angedockt, Marco? Eingehende Nachricht. Ja, so, okay, dann fliegen wir jetzt mal zu dir hin. Autofolge. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. So, heute am Wochenende gibt es eine leckere Zigarre. Das muss auch mal sein. So. Markiere als Ziel. Atmosphärentransporter. Fracht. Panzerungs bauen. Okay, jetzt muss ich genau gucken, wo ich die hinbaue. Frachtraum geschlossen. Wo ist hier noch Platz? Ah, hier unten scheint noch Platz zu sein. Genau, da bauen wir dich hin. Frachtraum geschlossen. Ach,
Schwein halten hier. So. Nicht Kommunikation. I, muss ich drücken. Fracht. Panzerung bauen. Frachtraum geschlossen. So, einfügen. Und du darfst da nicht hin, du musst nämlich hier rüber. Passt das? Passt. Ah, hey. So, passt das. Da sollst du hin. Okay, und ich mache mich wieder vom Acker hier. Flieg nach zweifelhafter Forderung. Wie viel Fracht habe ich denn jetzt noch? Oh, 600 Energiezellen. Naja gut, mein Transporter kommt bald zu mir. Und der wird dann mir auch Energiezellen bringen. So. Der kann mich dann wieder mit Energiezellen versorgen. Er kann mir eigentlich noch ein paar Drohnen mitbringen. Autopilot deaktiviert. Autopilot deaktiviert. Und dann wird er dafür sorgen, dass noch ein paar Schiffe Schilde bekommen in dem Sektor. Erreiche System. Was? Ja, seid ihr Piraten. Okay, ihr dürftet mir ja nichts tun. Turm der Finanzen. Ein Teladi-Sektor, glaube ich. Wenn ich mich da noch recht erinnere, genau. So, Mars. Alles klar. Ich will hier runterfliegen. Was machst du hier oben, Marco? Okay, du wartest noch ab. Atmosphärentransporter. Docke an. Frachtraum geschlossen. Königstal. Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. 25. So, 25 ist jetzt erledigt. Dann fliegst du jetzt zur 72. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Und da Marco. Oh, Skiron kann ich ausrüsten. Du kriegst keine Impulsstrahlen mit. Aber du nimmst dir mal ein paar. Die Moskiten. Halt, erstmal machen wir das hier. Laderaumerweiterung. Laderaumerweiterung. Boosterweiterung. Boosterweiterung. Installiert. Handelscomputererweiterung. Installiert. Mineralienkollektor, damit du deine Drohnen schneller wegschießen kannst. Navigationssoftware, Patrouillensoftware installiert. Spezialsoftware MK. Dann hast du alles. So, mal gucken, ob du jetzt hier noch. Ihr habt ja gar nichts da. So, okay. 100. Moskito-Rakete, gekauft. Info. Was kriegst denn du? Da, warte mal, ich hab schon mal einen ausgerüstet und mir das aufgeschrieben. Skiron, 4x Energieplasmawerfer. Alles klar. Jetzt gucke ich erstmal, was es hier für eine schöne Mission gibt. Sie sprechen, wenn du das. Wir werden nun die erwünschten Informationen übermitteln. Rüyas Kreuzung. Gibt es ein für Sie profitables Angebot? Wo ist eine Rüyas Kreuzung? Sektoren. Ist nicht weit weg von hier.
Alles klar, so. Teladi Handelsstation. Autopilot deaktiviert. So, so, Rüas Kreuzung. Nee, du folgst mir erst nochmal so. Folgen. Kommando akzeptiert. Alles klar, du bist in Herzenslicht. Ahaha. Ihr habt da gar keine Waffen hier. Wo gibt's denn hier Waffen? Energieplasmawerfer steht da. Zwei Stück. Partikelbeschleuniger. Gut, dann fliegst du mal dahin. Erstmal zum militärischen Außenposten. Du bist am Ziel angekommen. Kampfdrohne Mark II. Transferiert. So, Energiezelt schnappst du dir auch mal ein paar. Energiezellen sind standardisierte Energiespeicher, die im gesamten bekannten Universum verwendet werden. Die Standardisierung der Energiezellen. Okay, jetzt wollte ich doch mal kurz gucken. So, Satelliten hast du geholt. Panzerungsfertigung hast du, Drohnen hast du. Kommando folge akzeptiert. Mir. So, der TP. Docke an. Teladi die Handelsstation. Oh! Das ist ein Kark-Cluster. Hoffentlich lässt da mein TP in Ruhe. Hoffentlich lässt er meinen TP in Ruhe. Aber da müsste eigentlich zu schnell sein für den Kark-Cluster. Kampfdrohne Mark II. Mistral. Zu dir muss ich hin. So, da fliege ich jetzt erstmal zu dir hin. Dann kannst du mir mal deine Waren übergeben. Die Kark sind. Wo ist denn jetzt der Kark-Cluster? Okay, der ist da oben. Alles klar. Eingehende Nachricht. So, jetzt machen wir erstmal das eine hier. Warentausch. Du gibst mir deine Kampfdrohne Mark II. Transferiert. Naja, gut. 10 Stück darfst du behalten. Die Maus stirbt. Kampfdrohne Mark II. Transferiert. Dann brauche ich die Satelliten. Erweiterter Satellit. Transferiert. Energiezellen. Okay. Transferiert. Dann. Kein Kommando. Kommando akzeptiert. Jetzt muss ich mal schauen. Wo ist der? Merkur. Ihr Raster Raffinerie Alpha. Okay. Docke an. Raster Raffinerie Alpha. Toll. Und welche? Die 40. Docke an. Raster Raffinerie, die 40. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Okay, dann fliege ich jetzt zur Teladi Handelsstation. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Na, wehe.
zu. Kein Ziel. Teladi Handelsstation. Ah, das Giron will Waffen kaufen. Kampfdrohnen. Die kannst du dir selber von zu Hause holen. Feuersturm. Moskito. Partikelbeschleuniger brauchst du? Eine Waffe, die man in manchen mittleren Jägern vorfindet. Die ersten Partikelbeschleunigerkanone. Installiert. Partikel brauchst du 4 Stück. Phasenrepetiergeschütze. Eine Waffe, die man in manchen mittleren und größeren brauchst du 8 Stück. Installiert. Okay. Energieplasmawerfer. Die 2 brauchst du auch. Andockerlaubnis erteilt. Kommando okay. Akzeptiert. So, was sagt das Geld? 61. Ah, Level 7. Der ist bald so weit, dass er ein Universumshändler werden kann. Der ist immer noch 5. Okay, dann muss ich mal hier den Panzerungsfertigungsanlagen Frachter zuteilen. Einen Verteidigungsschild für Größen. Ihr braucht Energiezellen. So. Schiffe in Besitz. Der Merkur ist die neueste. Du bist ein Spediteur. Der Merkur. Du auch. Kommandokonsole. Handel. Und Verbraucher. Oh, du kannst gar keine weiteren machen. Okay. Du? Eingehende Nachricht. Auch nicht. Muss ich mir jetzt deswegen extra noch einen Frachter kaufen? Okay. Jetzt mache ich erstmal die Mission fertig. Und dann muss ich mir halt noch einen Frachter kaufen. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen so. Des Vorsitzenden CEO. Das Teladi-Unternehmen ist über die Gelegenheit, mit jemandem wie Ihnen großen Profit zu machen, erfreut. Willkommen an Bord. Tor, Rüs Begierde. Jetzt muss ich erst mal gucken. Rüs Begierde. Springe in Sektor. Westtor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Warte mal, sind die jetzt bei mir überhaupt an Bord, die Typen? Die sind doch, ich glaube, die wollten doch einen Passagiertransporter haben. Erreiche System, Turm der Finanzen. Oh, da hätte ich doch den Typ gar nicht herholen brauchen. Da sind sie doch schon. Autopilot okay, gut. Dann kann ich den TP wieder wegschicken. Ach, oh, ja. Okay. Fehler meinerseits. Hätte ich den TP doch gar nicht gebraucht. Frachtraum geschlossen. Okay, Warentausch. Kampfdrohne Mark II. Transferiert. Energiezellen. Transferiert. Gehe zur Position. Du musst nämlich die Drohnen wieder einsammeln. Wo ist denn jetzt der K-Cluster? Der ist da oben. Also fliegst du hierher. Kommando akzeptiert. Okay, wo ist jetzt der andere?
Kommando akzeptiert. Tor, Autopilot aktiviert. Ich brauche einen Frachter und jetzt muss ich nochmal schauen, was brauchen denn die Fabriken noch? Diese Anlage stellt einen Verteidiger. Erz. Erzmine. Handel. Aha. Alles klar. So, 1, 2, 6 Stück. Okay, Erz. Erz kriegt ihr schon mal. Und dann braucht ihr noch Rasteröl. Verbraucher hinzufügen. Okay. Der Merkur ist die neueste Errungenschaft der Argonischen Aktion keine. Und habt ihr kein Rasteröl mehr? Doch. Warum versorgst du dir jetzt die Fabriken nicht? Der Merkur ist die neueste Errungenschaft der Argonischen Handelsflotte und ein würdiger Nachfolger. Kommando akzeptiert. Der Merkur ist die neueste Errungenschaft der Argonischen Handelsflotte. Ah, ich muss den erst noch wieder neu starten, wenn ich da was ändere. Alles klar. Okay, das habe ich nicht gewusst. Kommando akzeptiert. Jetzt brauche ich noch einen Frachter. Handel. Und zwar einen Merkur. Landecomputer. Zielprojektion. Singularitätssprungantrieb. Triplex. In Versorgungssoftware installiert. Der Merkur ist die neueste Errungenschaft. Wie schnell der bist du jetzt? So, da machen wir nämlich eins. Eingehende Nachricht. Handel. Energieplasmawerfer. Phasenrepid. Muss man schon gucken, was du noch brauchst, Kollege. So, Du hast jetzt 2 Energieplasmawerfer. Du brauchst 4, 8 Stück. Frachtraum geschlossen. Handel. Hast du keine Versorgungssoftware? Ach, okay, wir machen das anders. Docke an, Heimat des Lichts. Da, die Arbeit mache ich mir jetzt nicht. So. Kommando akzeptiert. Okay, du bist wieder zu Hause. Turm der Finanzen, du bist noch am Arbeiten. Ja. Und ich mache jetzt eins, ich schicke den Energiefrachter dann einfach nach Heimat der Legende und gebe dem anderen dann ein paar Energiezellen. Sonst dauert mir das zu lange, bis der dann irgendwo hingeflogen ist mit seinen 60 Metern pro Sekunde. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Autopilot deaktiviert. So, mal wieder zwischenspeichern. Oh, wieso hab ich denn hier keine... Oh...
Wieso habe ich hier keine Satelliten ausgesetzt? Kampfdrohne Mark II transferiert. Gehe zur Position. Ah, meinetwegen, fliegt dahin. Kommando akzeptiert. Alles klar. Gut. Händler. Ist noch nichts weiter passiert? Ach so, ich hätte natürlich dem einen Schiff noch die Schilde jetzt geben können. Das habe ich jetzt vermehrt. Nicht so schlimm. Dann lasse ich nämlich den Skiron einfach sein Zeug selber kaufen. Mit dem Handelsbefehl, kaufe Ware zum besten Preis. Und da brauche ich nicht selber zu suchen. Nachricht. Okay, du bist ja angekommen. Eingehende Nachricht. Hä? Moment. Marco. Du bist da? Ach. Und du? Du fliegst mal hier rüber, Kollege. Da sollst du hin. Kommando akzeptiert. Alles klar. So, und jetzt Skiron. Handel. Bioscanner. Bioscanner installiert. Schnäppchenfinder, genau das wollte ich. Installiert. Transporter. Verkaufspreisfinder installiert. Und jetzt, der Skiron stellt du hast jetzt Fracht. Du hast 2 Energieplasmawerfer und du brauchst 4, 8. Oh, du brauchst doch schon mal Energiezellen. Handel, kaufe zum besten Preis Energiezellen. Kommando akzeptiert. Okay, dann kaufst du dir mal Energiezellen. Du hast ja natürlich einen kleinen Laderaum. So, jetzt diesmal nicht vergessen, die Drohnen hier auszusetzen. So, ich muss da hinten andocken. Chelt Raumaquarium. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. So, Chelt Raum. Ich bin jetzt hier in Rühes Kreuzzug. Ich muss erst meine Excel-Tabelle wieder aktualisieren und dann würde ich sagen, melde ich mich zurück, sobald ich hier angedockt habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis später.